Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zock. So, ein ganz bewusster Anfang, ja. Weil draußen haben wir gerade 33 Grad. Ich dachte, da passt das hier relativ gut. Ach, das wäre jetzt schön hier so am Strand. Aber mein Gott, Transport Fever 2 spielen, das ist ja auch schön. Da sind auch schon die Züge unterwegs, da sehen wir die S-Bahn Berlin. Das müsste ÖBB Cap-Kollege sein. Da hinten haben wir Berlin und hier haben wir Oberböser und hier sind wir eigentlich stehen geblieben. Mit der Universallinie. Wir haben gesagt, wir gehen dann nach Streithausen und dann wahrscheinlich darüber. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne noch kurz eine neue Regio einschieben. Ja, ich weiß, wir kommen mit der Universallinie jetzt nicht so prickelnd voran, aber das ist auch ganz bewusst gemacht. Ich möchte das nicht in 2-3 Folgen abhandeln. Wir werden jetzt mal diese Regio machen. Vielleicht kriegen wir das so hin, dass wir sogar mit dem Zug mitfahren können. Wenn wir das haben, dann werden wir wirklich mit der Universallinie von hier, irgendwie nach da hinten, das war, sagen wir mal, 90% davon. Dann haben. Schön, wie hier gerade Züge kommen. Das möchte ich doch glatt noch mitnehmen. Weil wir starten eh von hier aus. Der gute Yannick hat ja eine Liste gemacht mit den Regios, die sozusagen fehlen. Da wäre noch drin, also da ist vieles drin. Aber Rom, Streithausen. Und wir sind hier in Streithausen. Rom haben wir irgendwo hier hinten. Einmal quer rüber. Da ist Rom. Das müsste eigentlich mit vorhandenen Gleisen zu machen sein. Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Wir lassen das Spiel entscheiden und werden dann entsprechend korrigieren. Würde heißen, eine neue Linie. Das ist die Linie 2, weil die Linie 1 ist unsere Universallinie. Also Streithausen haben wir. Und Rom haben wir ja gerade gefunden vorher. Es ist halt schon irgendwie mit der Doppel-1. Moment, mit der Einzel-1. Ist einfacher. Heisenberg City. Da haben wir Rom. Sehr gut. Wo haben wir den Rom? Central. Das ist der Güterbahnhof. Hier, genau, der Lütticher Bahnhof. Zack, das wird wahrscheinlich funktionieren. Oh, aber ich sehe gerade, seht ihr das auch? Wahrscheinlich schon. Der ist knallvoll, der Bahnhof. Da müssen wir Gleise nutzen, die wir schon haben. Das wird hier auch gemacht. Gut, mich würde jetzt interessieren, und euch wahrscheinlich auch, wie ist das hier angedacht? Ach, lasst uns das von Streithausen aus machen. Irgendwie, dass das der Beginn ist. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Mr. Wohler, wie wenn wir hier anfangen, dann darüber gehen, dann das Ganze dort machen. Also das wäre hier mal der Bahnhof. Wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir schon mal gucken, ob das mit dem Gleis okay ist. Das ist sogar komplett okay, wie man sieht. Das ist frei. Ja, sehr schön. Also das hätten wir schon mal. Dann gucken wir mal, ob das irgendwann zweigleisig wird. Ne, wird es nicht. Dann müssen wir dafür sorgen. Haben wir hier keine Weiche? Hier haben wir eine. Und hier müssen wir halt noch irgendwie rüberkommen, in die andere Richtung. Machen wir doch glatt mal. Dem Gleis gerne. Jawohl, und schon funktioniert. Und schon haben wir es zweigleisig. Dann würde ich sagen, hier fehlt ein Signal. Das ist natürlich eine neue Weiche. Wir können die Signale nicht setzen, bevor wir die Weichen haben. Deswegen haben wir das noch nicht. Falsche Seite. Man reiche mir das für rechts, bitteschön. Für links, Mann. Ist egal, einfach für richtig. Ist das denn okay so? Hier haben wir auch noch ein Gleis, was da rausgeht. Aber das interessiert uns im Moment gerade nicht. Wir haben hier die Weiche, dann würde ich tatsächlich das Gleis, das Signal, ich mit meinen Gleisen, das Signal hier hinsetzen. Dann haben wir hier eins und dann haben wir hier wieder eins, das ist okay. Gut, nein, nicht wegmachen, mach nochmal. Zack, einmal so. Und dann wollen wir, doch mal gucken, was hier angedacht ist. Ja, hier, da haben wir die Ampel weggemacht. So viel besser ist es noch nicht, wie man sieht. Ein bisschen staubig ist es immer noch. Also wir düsen dann hier lang. Jetzt ist natürlich nicht nur die Frage, ob das zweigleisig ist, sondern auch, ob das Sinn macht. Wir fahren hier durch Surabaya durch. Gehen hier lang. Fahren hier durch einen Güterbahnhof durch. Da haben wir ordentlich Verkehr, das weiß ich. Fahren dann hier lang. Aber ich denke, das ist im Groben so verkehrt nicht. Dann fahren wir hier runter. Genau hier die Kurve. Und dann geht es da nach Rom rein. Ich würde die, glaube ich, sogar so lassen. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist ein gerader Weg hier von Streithausen aus. Ja, das passt. Das passt. Gut, dann lasst uns gucken in Rom, was wir hier für ein Gleis nutzen. Das ganz Äußerste habe ich gesehen, genau. Hier ist halt schon ein Zug drin, aber wenn wir nochmal alle Linien aufrufen, sehen wir, es geht nicht anders. Also der Bahnhof ist ja tatsächlich gut besucht. Also aus Rom müssen wir eigentlich keine Züge mehr machen. Wir machen es jetzt trotzdem, weil wir es uns so überlegt haben. Gut, ich würde die sogar schon benennen, weil... Haben wir jetzt irgendwas gebaut? Nö, eigentlich nicht. Nö, ein Signal gesetzt haben wir. Da können wir schon mitfahren. Guck mal, dann kommen wir heute nämlich trotzdem. Also wenn wir frei fahren können, kommen wir tatsächlich noch zur Universallinie zurück in dem Fall. Was suche ich denn hier? Ich suche hier die Regio, damit ich weiß, welche Nummer wir haben. Ich tippe auf die 223, die 24 haben wir. Okay, hier wieder den, Linie 1.
Und dann haben wir hier, hier oben haben wir es. Regio 24. Und zwar Streithausen, Rom. Sehr gut. Dann düsen wir aber wieder zurück nach Streithausen. Weil den Zug, den kaufen wir dort. Wir fahren in die Richtung, in die wir jetzt nicht gebaut haben. Normalerweise fahren wir in die Richtung, in die wir gebaut haben. Aber da wir nicht gebaut haben, fahren wir jetzt einfach in die Richtung, in die wir geguckt haben. Hier haben wir ein Depot. Wo gehen wir denn hier gleich nochmal rein? Da. Okay, das wäre hier hinten. Ja, da haben wir Gleise, aber kein Depot. Dann würde ich hier ein Depot noch hinstellen. Ja, ganz einfach hier. Hier haben wir sowieso keine Straße. Hier passt ein Depot relativ gut hin. Und irgendwie neige ich gerade wieder eigentlich zu dem alten. Zu einem von denen hier. Dann sollen wir wieder mal moderneres machen. Oder vielleicht sogar, lasst uns doch das wieder mal nehmen. Hier haben wir das alte schon. Das ist eigentlich nicht unbedingt sehr clever. Wobei man kann natürlich auch zwei alte hinstellen. Das ist natürlich auch okay. Aber ich möchte das gerne so haben. Kriegen wir das? Wir kriegen das sogar so hin. Man sieht, dass da keine Gebäude flöten gehen. So, einmal. Und jetzt müssen wir aber ganz rüber. Und zwar nicht mit einem Depot, sondern bevorzugt mit einem Gleis. Wo müssen wir rein? Ich muss echt nochmal gucken. Hier, in das Gleis. Das wäre, Moment, ich behalte es mal im Auge, das wäre das Gleis hier. Das müsste doch zu schaffen sein, dass wir da rüberkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Und ob wir das schaffen? Da können wir sogar den noch aktivieren, dann könnten wir in die Gleise gleich auch noch rein. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, nicht unbedingt, nicht zwingend, aber wir brauchen sie, weil wir es immer so machen, dass wir bei der Depotausfahrt ein Signal haben. So, dann wären wir eigentlich gerüstet. Dann würde ich sagen, lasst uns den Zug kaufen. Das wäre für mich, es ist eine längere Strecke. Lasst uns hier nicht eine Zugkomposition nehmen. Das haben wir jetzt zwei, dreimal gemacht. Und wir machen wieder mal einen normalen Zug. Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder nicht mehr geguckt. Ihr empfehlt immer mal wieder Lokomotiven. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Also nicht jetzt gleich, aber ich werde mir wieder eine Liste machen, wenn ihr was empfehlt. Dann schreibe ich das in eine Word-Datei rein und dann habe ich die Liste, dann können wir das nach und nach sozusagen arbeiten. Also es ging jetzt nicht mal unbedingt um Lokomotiven, die wir noch nicht haben. Es ging primär tatsächlich um Lokomotiven, die auf irgendeine Art einfach extrem schön sind, die wir einfach auf der Anlage noch brauchen. Also wenn ihr dann einen Vorschlag habt, schreibt doch das einfach wieder in die Kommentare rein. Und dann werde ich, die haben wir schon hier, dann werde ich mir das natürlich ansehen. RE456. Sieht soweit auch interessant aus. Ach, das ist die hier. Ich glaube, den haben wir. Aber hier unten? Vögeleschuss. Die haben wir mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht in der Lackierung, weil das wüsste ich. Weil das ist eine Schweizer Firma tatsächlich. Wir haben hier ordentlich. Müller Gleisbau. 130 mit Power. Wir nehmen die hier. RE456. Zack. Einmal den hier. Jetzt haben wir hier eine blaue Lok. Ihr wisst, wie ich das normalerweise mache. Ich gucke jetzt halt einfach, ob wir irgendwas an blauen Wagen haben. Die da irgendwie dazu passen. ÖBB haben wir hier. 115 würde eigentlich reichen. Das wären eigentlich bereits relativ schöne Wagen, finde ich. Die hier zum Beispiel. Das ist aber ein Steuerwagen. Mittelwagen. Oh, die hier, die modernen. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde eigentlich gerne vom Steuerwagen absehen. Sonst haben wir je nachdem wieder das Problem. Ne, das müsste gehen. Der dreht nicht. Der dreht nicht. Wir machen Steuerwagen hin. Also Mittelwagen mal ein paar. Wir sind bei ausgezeichnet. Haben 100, wie viel haben wir denn? 189, wenn wir den Steuerwagen noch machen. Dann sind wir bei 211 Metern. Das müsste gehen. Wir haben lange Bahnhöfe. Das funktioniert. Wir machen ja auch nur einen Zug. Also, wir kaufen uns das Ding mal. Haben gerade noch ein Autosave. Da müssen wir kurz Geduld haben. Aber ich muss sagen, ich bin dankbar für die Autosaves. Weil wir hatten ja letztens wieder, dass das Spiel abgestürzt ist, als ich irgendwas mit der Straße gemacht habe. Also von daher, da bin ich dann schon froh, wenn wir das eben noch haben, was wir davor gemacht haben. So, zuweisen. Die sehen wir noch nicht, die Linie. Die müsste jetzt hier sein. Die 24 war es. Nochmal ein bisschen raus. Da ist es. Streithausen Rom. Jawohl, plupp, das funktioniert. Alles andere wäre erstaunlich gewesen. Und da kommt der Zug. Und jetzt mal gucken, wie der so aussieht. Ja, was war es? Müller Gleisbau oder irgendwas? Kenne ich nicht. Ja, sieht doch aber cool aus. Und ich glaube, diese Wagen, die sind schon, also die sind ziemlich Chef, finde ich. So wie die hier so aussehen. Sollen wir gleich mal einsteigen? Oh, wir haben keinen Wegpunkt drin. Was ist das denn für eine Cam? Moment. Oh, das ist immer eine komische. Aber ich habe eigentlich Advanced Camera Dingens, habe ich eigentlich deaktiviert. Gehen wir mal gucken. Okay, wir gehen mal ganz runter, nicht erschrecken. Der Führerstand ist in Ordnung. Ist jetzt nichts Berauschendes, ist aber okay. Wenn wir uns ganz in den Zug rein bewegen. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir tatsächlich.
Ich muss sagen, von außen die Wagen, die sind einfach klasse. Also das ist halt farblich einfach schon wieder extrem schön, finde ich. Ja gut, dann lasst uns doch mal den Zug noch in Ruhe betrachten. Und danach werden wir einsteigen. Und dann düsen wir da nach Rom rein. Jetzt haben wir hier aber, glaube ich, ein Gleis. Hat er jetzt angehalten? Ja, jetzt hält er an. Da ist das Ganze natürlich hier ein bisschen kurz, weil das ist ein Gleis, was in der Mitte eine Weiche hat. Aber es geht, wie man sieht. Ich würde das so lassen. Schön, wie da gerade der andere Zug noch reingedüst ist. Schönes Bild. Ja gut, dann lasst uns einmal hier Platz nehmen, hier oben. Und dann genießen wir die Strecke. Hier ist die Cam auch wieder für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Ja, aber so geht's. So sehen wir da. So sehen wir was? So sehen wir das. Ja, das auch. Also, jetzt wollen wir doch mal gucken, wo es überall lang geht. Wir werden mit Sicherheit eine Wartezeit haben. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Und zwar spätestens beim Bahnhof in, ich glaube, Yokohama ist es. Oder ist sogar Singapur? Ne, da wo wir die Lebensmittelfabrik haben. Da fahren wir durch den Güterbahnhof durch. Und das weiß ich, dass wir dort wirklich sehr viel Verkehr haben. Weil wir eben nicht durch die Stadt durch wollten, sondern das Ganze über den Güterbahnhof geleitet haben. Dann hat man da halt Verkehr. Hier unten haben wir auch Verkehr. Ich sehe schon wieder stehende Autos. Seht ihr die auch? Wahrscheinlich schon. Gut, das ist aber halt ein bisschen Verkehr, hat man. Ja, wir gucken es uns aber trotzdem nochmal an. Mir gefällt es irgendwie dann doch nicht, wenn man hier so Stau hat. Ja, wobei Stau ist übertrieben. Es ist halt... Es ist... Einigen wir uns darauf, es ist zähfließender Verkehr. Wenn das okay ist. So, wir düsen über die rechte Brücke. Wir sehen hier, wir haben hier ordentlich Brücken. In der Mitte ist die Straße, die alte. Und da links, da sind wir letztens lang gefahren. Das ist die neu gebaute Steinbrücke, die aber eigentlich die alte Brücke ist, darstellen soll. Und das hier, die wir, also die Brücke, die wir jetzt befahren, das ist die neue Brücke, die man irgendwann installiert hat, weil es halt sein musste, damit man ein bisschen schneller fahren kann, weil mehr Züge ins Spiel gekommen sind. Oder in die Realität in dem Fall. Sehr schön. Was ist das da vorne für ein Städtchen? Wüsste ich jetzt so nicht. Ist das bereits irgendwie vielleicht sogar Yokohama, wo wir eben durch den Güterbahnhof durchfahren? Das ist sogar möglich, tatsächlich. Tag, Kollege. Güterzug, sehr schön. Ja, die Diversität auf den Gleisen. Die haben wir relativ schnell gehabt, dass wir wirklich Gleise hatten, Strecken hatten, die eben von Personenzügen genutzt werden, die aber auch tatsächlich irgendwie von Güterzügen genutzt werden. Das haben wir relativ schnell gehabt. Das ist hier, glaube ich, noch nicht. Oh, da pfeift er. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht Yokohama. Und was wir natürlich nicht haben, wir müssen eh anhalten. Ich würde mal noch ganz schnell... Ja, lass mal den Zug noch durchfahren. Oder wir lassen den mal durchfahren. Weil ich würde gerne noch die Wegpunkte reinnehmen. Die haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Ja, da können wir uns schon wieder in Gang setzen. Da machen wir das relativ einfach. Wir gehen ganz kurz raus, drücken Pause, nehmen die Linie, weil ich habe doch hier Wegpunkte gesehen. Da haben wir zwei. Also, die nehmen wir mit rein. Linie verwalten, haben wir ja schon. Von Straithausen würden wir gerne nach Rom. Wäre dann hier lang. Wirklich einfach, um die festzubinden, dass sie nicht auf die Idee kommen, plötzlich was anderes zu machen. Im Moment müsste aber sowieso passen, weil die Linie, die wurde ja sozusagen gelegt vom Spiel, nicht von uns. Haben wir es schon? Ja, wir haben es schon. Ich dachte, bis irgendwas passiert. Moment. So, den Wegpunkt hier noch erwischen. Das ist der Rückweg dann. Sobald das hier aufpoppt. Aber man sieht, es muss halt rechnen. Es dauert ein Momentchen. Jawohl. Pling. Wir haben es. Gut. Dann haben wir die Wegpunkte drin. Das heißt, wir gehen raus. Und steigen hier wieder fröhlich ein. Einmal den hier und einmal diesen. Zack. Und die Cam ist halt so, sagen wir mal, standardmäßig ist die Cam eher gewöhnungsbedürftig. Muss man wirklich sagen. So, einmal runter. Oh, das sieht ein bisschen aus wie Rorschach, aber das ist doch nicht Rorschach. Ne, da fahren wir nicht lang. Rorschach hat zusätzliche Gleise noch. Ach genau, das geht hier durch die Stadt durch. Genau, stimmt, das ist nicht mal ein Bahnhof. Aber das sieht halt schon auch cool aus mit diesen Mauern. Und wie er hier schlängelt. Oh, gefällt mir gleich auf Anhieb. Das macht halt schon viel aus, wenn man hier der Bahn entlang in der Stadt drin tatsächlich eben noch irgendwie... so ein bisschen Mauern hat und so weiter. Ist schon sehr nett. Ach, guck mal, hier ist ja doch ein Bahnhof. Hier düsen wir durch. Wo sind wir denn? Ich habe komplett wieder keine Orientierung. Hua, das ist irgendwie eine schräge Kamera. Die gefällt mir nicht. Da finde ich die schöner. Ja, wir gehen wieder aufs Dach auf. Es ist gerade nicht rauszufinden. Vielleicht wisst ihr, wo wir gerade sind. Dann habt ihr einen Vorteil, was das Geografische angeht. Den habt ihr wahrscheinlich eh, wenn es um mich geht. So, einmal rüber. Hier ist aber der andere noch. Ach, der fährt da hinten weg.
Da sehen wir nochmal den ganzen Zug. Schon cool hier mit der Länge, das gefällt mir tatsächlich. So, einmal Depotgleis passieren und dann geht es hier viergleisig weiter. Dann müsste da hinten dann Yokohama kommen. Ich muss auch gestehen, mir fehlt im Moment wirklich die Perspektive. Fahren wir jetzt Richtung Süden, Richtung Beach Resort oder fahren wir eher schon Richtung Rom? Das müsste eigentlich schon. Das müsste eigentlich schon bereits Richtung Rom sein. Es ist ja auch egal, der Lokführer weiß, wo es lang geht. Er hat Schienen. Er kann da sowieso nichts machen, außer da lang fahren, wo es angedacht ist. Aber guck mal, da hinten der Turm. Das ist schon sehr cool. Da hinten der Turm, das ist Yokohama. Den Turm, den sieht man vom Beach Resort aus. Also das ist schon ein extremes Teil tatsächlich. Düsen wir rüber, jawohl. Freie Fahrt, nochmal hupen. Gleich nochmal. Dankeschön. Und ich habe gleich auch nochmal gedrückt. So, 110 haben wir drauf. Ich staune halt tatsächlich immer wieder, also wirklich wie frei wir fahren können. Eben, da hinten ist wahrscheinlich mal irgendwann Feierabend, hallo Flicks drehen. Aber im Groben, en gros, im gros, das ist ja einfach, wir können einfach frei fahren. Wir haben nie groß, dass wir irgendwo groß warten müssen. Wir haben keine Punkte, wo irgendwie Züge stehen gerade im Moment. Aber eben, das kann sich natürlich schlagartig ändern. Nochmal ein Güterzug, sehr schön. Wir haben unsere 115 km/h drauf, die wir durch die Wagen sozusagen beziehen. Und jetzt müssen wir hier rechts. Ja, denkste. Aha. Ich dachte, wir fahren hier rechts, damit wir dann runterkommen und dann hinten durch den Güterbahnhof durchkommen. Ach nee, das hier ist die Umfahrung. Ja, sagen wir mal so, wenn du von oben guckst und das baust, sieht es anders aus. Wie wenn du im Zug drin sitzt und dann versuchst, irgendwie rauszufinden, wo wir sind. Aber jetzt ist es klar, wir sind in Yokohama. Das ist ganz klar. Da sehen wir den Turm nochmal. Und jetzt geht es eben in den Güterbahnhof rein. Und das sieht doch allen Ernstes so aus, als könnten wir fahren. Wir müssen nicht warten. Zumindest jetzt noch nicht. Kann sein, dann vielleicht weiter vorn. Ja, geh nochmal einmal rüber. Ich drehe mal die Kamera nochmal. Weil er gerade schön schlängelt, der Kollege. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ja, wir haben tatsächlich, wir haben freie Fahrt. Finde ich erstaunlich. Ist aber so. Da hinten fährt noch einer durch. Ah, wisst ihr warum? Ja, ja, genau. Weil da hinten, glaube ich, die meisten Züge durch den Bahnhof durchfahren. Hier, wo wir jetzt fahren, ist wahrscheinlich gar nicht so viel los. Deswegen konnten wir auch fahren. Dann geht es hier wieder raus und dann müsste eigentlich tatsächlich Rom schon bald kommen. Oder täuscht das jetzt schon wieder? Weiß es gar nicht. Es ist schon noch ein paar Meter. Das müsste hinter den Hügeln sein. Also weit hinter den Hügeln tatsächlich. Aber cool, also Rollmaterial haben wir dann doch. Man sieht doch immer wieder Züge, so ist es nicht. Und solange sie uns nicht im Weg sind und wir frei fahren können, bin ich eigentlich großer Fan davon. Kommt da noch einer? Ich höre was hupen. Na? Ne, da ist gar keiner. Eigenes Gleis haben wir tatsächlich, glaube ich, keinen Meter auf der Strecke. Aber das ist ja auch die Idee. Das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte hier kein eigenes Gleis haben. Ich möchte hier Gleis nutzen. Hier haben wir sogar sechsgleisig. Guck mal. Sehr nett. Müssen wir rüber? Nö. Okay, dann fahren wir geradeaus. Während da oben ein längerer Güterzug unterwegs ist, über der Brücke oder auf der Brücke eher. Hier schön Schranke. Jawohl, geht runter. Sehr gut. Und da kommt einer entgegen. Boah, der Sound. Heiliges. Chefmäßig. Das klang jetzt wirklich gerade sehr gut. Ich hub mal nochmal. Ja, Püp. Okay, ja gut, mehr geht nicht. Ist ja okay. Geht's jetzt nach... Nee, jetzt geht's nicht nach Leipzig rein. Das hat auch ein bisschen was vom nach Leipzig reinfahren hier gerade. Wenn hinter dem Hügel dann im Prinzip der Industriemoloch ist. Auch schön. Und wir fahren tatsächlich vorwärts im Sinne dessen, dass wir nicht den Steuerwagen vor uns haben. Das hat damit zu tun, wie wir das Depot gebaut haben. Dass wir dort nicht irgendwie drehen mussten. Sonst hätten wir das wieder gehabt, natürlich. Dass wir mit dem Steuerwagen mitfahren. Ist auch kein Drama, aber ich muss halt sagen, wenn ich halt schon eine Lok sozusagen nehme, dann möchte ich mit der Lok mitfahren. Und jetzt hatten wir es ganz kurz rot. Hat aber gerade umgestellt. Also auch hier freie Fahrt. Ja, da kommt nochmal ein Güterzug. Genau, weil hier unten müsste irgendwie... Ja, da sieht man es, glaube ich, auch noch. Das ist aber nicht die Stahlfabrik, die wir da unten haben. Das ist gleich nochmal... Was ist das denn? Die Lebensmittel kann es auch nicht sein. Hubschrauber haben wir da hinten noch. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. So ein bisschen durch die Bäume durch. Der landet gerade.
Ja gut, also zurücklehnen, genießen. Man sieht, es ist eine längere Strecke, ist klar, ist einmal quer über die Map und ich habe natürlich schon angekündigt, wir kommen problemlos nochmal zur Universallinie zurück. Ja, lasst uns erstmal das Ding hier zu Ende fahren. Aber sonst ist ja auch nicht schlimm, denke ich. Also wenn wir jetzt einfach eine Mitfahrt haben in der Folge, kann man die auch mal machen. Na schon gut, es ist gut getimt, finde ich. Also die Züge kommen entgegen, immer wieder, es steht keiner. Und vor uns ist Ruhe. Ich meine, vor uns auf diesen Gleisen werden wahrscheinlich auch noch ein paar Züge sein. Oh, guck mal, das ist der Hubschrauber nochmal. Da sieht man ihn relativ gut. Der düst? Wo düst der denn hin? Zum Beach Resort runter, das könnte sein. Da hat er auch ein bisschen Weg. So, einmal über die große Brücke, genau. Und hier vorne geht es rechts weg. Und dann haben wir nämlich da hinten, hinter der Brücke, das ist dann Rom dort. Rom Tiburtina, genau. Der Bahnhof. Ja, jetzt haben wir hier rot. Da kommt die BR-103 noch. Da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen Geduld haben. Man sieht, dort sind dann doch ein paar Züge, die da lang fahren. Jetzt muss die BR-103 warten. Dafür der Güterzug kann fahren. Vorne fährt ein Güterzug weg. Ja, und sonst, falls wir jetzt hier irgendwie ungünstig lang stehen, dann werden wir uns das hier nochmal ansehen, ob wir hier weitere Gleise brauchen. Oder ob wir hier sonst was machen. Ah, wir können eh schon fahren. Also gar kein Problem tatsächlich. Sehr gut. Tag Güterzug, Kollege. Und die hat einen Vortritt, so wie es aussieht, vor der BR-103. Oder die hat ein eigenes Gleis. Das könnte ich auch sein. Die muss vielleicht warten, weil der hier rübergefahren ist. Nee. Das sind nur zwei Gleise. Da haben wir den Vortritt vor der BR-103. Auch schön. Da kommt, glaube ich, die Heisi-Lok entgegen. Kann das sein? Ja, sieht schon danach aus. Jawohl, die erkenne ich tatsächlich mittlerweile relativ gut. So, aber hier über die Brücke rüber. Ist ja keine riesige. Die riesige haben wir da hinten. Wer fährt denn da gleich nochmal lang? Wisst ihr, was das ist? Das ist, glaube ich, der ewig lange Güterzug. Mhm, genau, das ist nicht der Hybrid oder so. Nee. Das ist der ewig lange Güterzug, der da oben auf der Brücke entlang fährt. Der fährt ja im Rücken von Rom sozusagen rum. Ja, der nächste Zug. Oh, einfach schön. Es ist nicht einfach nur ein Rumfahren, sondern man sieht natürlich die ganzen Züge auch nochmal, die entgegenkommen. Und es ist natürlich, wir haben keine Probleme mit reinfahren. Geht einfach problemlos. Aha, okay, hier nehmen wir dieses Gleis. Haben wir uns das angesehen, ob das so richtig ist? Wahrscheinlich schon. Ich wundere mich nur gerade ein bisschen, weil wenn das ja vier Gleise sind, dann wären wir jetzt eigentlich im falschen Gleis drin. Das wäre eigentlich das Gleis, wo es in die andere Richtung geht. Ah, okay, da geht aber trotzdem hier weiter. Da kommt noch ein Schnellzug daher. Ja, das schauen wir uns nochmal kurz an, was wir hier für eine Linienführung haben. Ich denke irgendwie, der könnte dann doch eher aufs Gleis nebendran. Dann hätten wir das hier nochmal zweigleisig, weil so sind wir wahrscheinlich auf dem Gleis, wo Gegenverkehr ist. Ja, schauen wir uns nochmal an, wenn wir angekommen sind. Das ist im Endeffekt alles eine Frage der Weiche. Je nachdem, wenn der halt keine Weiche hat, kann er halt nicht rüberfahren, ist ganz klar. Jetzt müssen wir aber da sein. Also wenn wir jetzt hier rauskommen, müssten wir tatsächlich am Römer Bahnhof sein. Ja, da hinten fängt er an, während hier schon wieder eine BR-103 kommt. Nochmal kurz Geduld, Dankeschön. Und wir gehen ins äußerste Gleis. Genauso, wie wir das konzipiert hatten. Passagiere haben wir keine. Das könnte sein, dass wir jetzt die ersten kriegen. Die Frage ist, wer möchte von Rom nach Streithausen rein? Die Frage kann ich nicht beantworten. Das weiß nur das Spiel. Wir sehen es ja gleich. Wir warten noch schnell. Jetzt haben wir noch ein Autosave. Wir warten noch schnell, wer hier zusteigt und warum. Werden wir gleich rausfinden. So, also gut. Wenn jetzt irgendwas passiert, das Spiel abnippelt, weil ich wieder irgendwie eine Straße irgendwie mit einer Brücke quäle. Da sehen wir noch das Kolosseum. Dann ist egal, weil wir haben ja Kollege Autosave tatsächlich. Das ist aber irgendwie fast schöner mit dem Kolosseum im Rücken. Boah, das sieht doch... Das ist doch fast schon eine Postkarte. Würde ich sagen. Gut, steigt jemand ein? Ja, doch. Sechs Leute. Sechs Leute wollen tatsächlich von Rom nach Streithausen. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal raus. Und jetzt haben wir gesagt, wir gucken mal nochmal schnell, wie wir das hier haben mit der Linienführung. Ja, wir sehen es, da haben wir eben Gegenverkehr. Also das müssten wir schon so machen, dass wir hier das Ganze zweigleisig haben. Wo hört das denn auf? Hier. Wenn er hier lang fährt, dieses Gleis mitnutzt. Das würde theoretisch gehen.
Haben wir hier nicht irgendwo noch eine Weiche? Weil die brauchen wir natürlich dann schon noch. Oder hier vorne vielleicht? Der kommt doch von hier dann hier rüber. Doch, das müsste doch gehen. Aber wir haben hier, glaube ich, keine Weiche. Hier davor, hier brauche ich nur noch eine, wenn man es genau nimmt. Ich schaue mal ganz schnell. Ja, aktiviert ist es. Wenn wir hier mit dem Gleis hier eine Weiche machen. Ich weiß nicht, ob es geht. Wir werden es gleich sehen. Vom Platz her. Doch, es geht. Einmal eine X-Weiche. Jawohl, wunderbar. Und dann hier die Signale. Die lassen wir so, wie wir sie haben. Jetzt gucken wir mal. Hat er vielleicht sogar schon gewechselt? Ja, guck mal, jetzt hat er schon gemacht. Da hat einfach die Weiche gefehlt. Jawohl, jetzt fährt er so, wie er fahren soll. Die Signale stimmen ja auch. Jetzt haben wir das hier zweigleisig. Na, das ist ja wunderbar. Ist schon besser, weil sonst müssen natürlich die anderen Züge die ganze Zeit warten. Und jetzt sehen wir das, was ich angesprochen habe. Jetzt fährt der Steuerwagen voraus. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber... Ja, eben, ich habe es erklärt, wenn ich halt schon eine Lokomotive kaufe für einen Zug, möchte ich auch gerne tatsächlich damit mitfahren und nicht mit dem Steuerwagen. Jetzt könnten wir aber hier nochmal schnell gucken. Ja, wobei sie fahren, die Züge. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie ein Problem haben. Im Endeffekt, was man natürlich machen könnte, ist, dass wir hier das Ganze viergleisig machen. Bis irgendwo hier vorne oder bis sogar hier. Dass wir das halt viergleisig durchgehend haben. Dann hätten wir ein bisschen mehr Bewegung. Aber man sieht ja, guck mal, die fahren. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Gut, dann haben wir das. Und dann habe ich nicht umsonst gesagt, wir kommen nochmal zur Universallinie heute. Das klappt sogar. Nicht mit irgendwas Großem. Ewigzeit haben wir nicht mehr, aber das schauen wir uns jetzt noch an. Nämlich von Oberböser, haben gesagt, nach Streithausen. Kann eigentlich auch kein Problem sein. Also ich bin fast sicher, da haben wir eine Verbindung. Machen wir den hier. Hätte gerne die Linie 1. Wir fahren hier rein. Fahren... Moment, kommen wir da überhaupt rüber? Also wenn wir in dem Gleis drin sind. Das ist eigentlich eh schon wieder auf dem Rückweg. Ja gut, das zählt noch nicht. Das ist ja der Rückweg, der drin ist, der sowieso nicht stimmt. Wir müssen im Prinzip hier rüber. Ne, stimmt das überhaupt? Ne, wir müssen in dem Gleis drin bleiben. Und weiter beim Rückweg. Ach, lasst es uns doch einfach einfügen. Also wenn wir hier Streithausen haben, wir nehmen die Linie. Haben hier als letztes mit Sicherheit Oberböser. Und machen den hier rein. Wird wohl funktionieren. Wir werden es gleich sehen. Wenn es eine Fehlermeldung gibt, das kann sein, dass er eben wieder nicht mehr zurückkommt. Das ist uns egal, weil das muss er nicht. Das scheint aber soweit zu klappen. Lass uns mal hier raufgehen. Dann sieht das jetzt folgendermaßen aus. Ja, das müsste man aber meiner Meinung nach eben doch auch irgendwie zweigleisig nutzen können. Das gefällt mir jetzt sogar nicht. Wir haben hier keine Weiche. Lass uns hier mal eine machen, so wie vorher. Mal gucken, ob das nicht bereits was bringt. Geh mal rüber. Dankeschön. Geh mal rüber. Dankeschön. Na, mach. Jetzt. Jawohl, dann klappt das bereits zweigleisig. Dann sehen wir aber auch, dass wir hier ja durchaus das Signal noch brauchen. Und zwar hier. Ist das die richtige Seite vom Signal? Ne, ist genau falsch. Einmal wechseln. Dann haben wir es hier richtig. Zack, einmal den. Und da hinten haben wir ein Signal. Ja, dort. Ne, da haben wir keins. Moment, da muss ich dann schon auch noch eins haben. Machen wir das doch. Ach, hier haben wir natürlich noch Weichen, die reingehen. Ja, das ist eine zu kurz, das ist ein zu kurzer Abschnitt. Dann würde ich das tatsächlich eher... Dann lassen wir das, was wir dort haben. Ja, wir lassen das so. Also, dann haben wir das hier so. Wenn wir jetzt schnell gucken. Jawohl, wir haben ein eigenes Gleis mit unserer Universallinie. Das passt. Dann düsen wir hier zurück. Zweigleisig. Und dann fährt er hier weiter. Das funktioniert schon mal. Von hier kommen wir und hier fahren wir zurück. Also jetzt stimmt das sogar mit dem Zurückfahren, weil wir wollen nach Streithausen rein. Ist okay. Passt, ist auch okay. Und hier, ich würde sagen, das Teil hier ist jetzt der Rückweg. Das ist eigentlich uninteressant. Oder sag mir jetzt bitte keiner, wir waren schon in Streithausen. Moment, wir gucken. Wir gucken mal. Shantou Bahnhof. Atlantis? Ne, hier oben waren wir doch noch nicht. Ne. Hier ist nichts mit Streithausen. Also Streithausen ist neu. Gut, gehen wir hier nochmal kurz raus. Für uns relevant ist diese Linie. Was das hier ist, ist uns egal. Das heißt, wenn wir hier schauen, da haben wir Ruhe. Sehe ich das richtig? Hier, wo die schwarze Linie reingeht, haben wir doch Ruhe. Ja, das passt ja hervorragend. Gut, ja, dann haben wir die Streithausen-Dingens jetzt auch schon gemacht. Jetzt, wo wollten wir hin? Wir haben gesagt, nachher, ich würde hier mal wirklich quer rüber nach Surabaya.
dann nach Yokohama und da hinten die Städte Rom haben wir. Singapur haben wir wahrscheinlich auch noch nicht drin, das werden wir noch mal kontrollieren. Aber deswegen wird das Ganze so machen, hier lang und von hier irgendwie da runter. Ja, da schauen wir dann. Incheon haben wir wahrscheinlich auch schon. Sonst halt, dass wir wieder einen Weg zurück machen. Oder haben wir Shantou haben wir drin und Rorschach nicht. Wisst ihr was, das wäre wahrscheinlich tatsächlich cleverer. Von Streithausen. Sagen wir hier hin, dann nach Rorschach und dann hier rüber. Und dann wäre das Ganze wahrscheinlich bereits fertig, wenn ich das richtig sehe. Dann hätten wir aber von Singapur tatsächlich, dass wir dann nach Shantou runtergehen. Das ist aber immer so am Schluss. Am Schluss der Universallinie haben wir immer noch ein paar Meter zu fahren. Weil es nicht ganz aufgeht mit der Rundlinie. Das ist komplett egal. Das ist eine Linie, die auch Weg tatsächlich haben darf. Gut, also Streithausen. Was haben wir jetzt gesagt? Wir düsen tatsächlich doch nach Surabaya und dann aber nach Rorschach. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Die Idee. Die Linie, die wir hier haben, die ist eigentlich noch nicht relevant, weil Surabaya, ja, ist hier nirgends. Also, dann gucken wir schnell. Oder wisst ihr was? Lasst uns das morgen machen. Wir werden morgen wirklich die Linie weiterziehen. Vielleicht kriegen wir sie sogar fertig. Ich möchte aber nicht jetzt irgendwas versprechen, was nicht funktioniert. Und danach werden wir uns wieder ein Regio gönnen. Und das heißt dann, dass wir demnächst wirklich mit der Universallinie auch mitfahren können. Das wird wahrscheinlich mehr als eine Folge geben, weil das ist eine relativ lange Strecke. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.